Jan ist von Lesenet. Ich habe hier den Kobo Glow HD. Sieht relativ unscheinbar aus, hat aber beeindruckende innere Werte. 1448x1072 löst das E-Inkarta HD Display auf. Das ist ein Wert, der deutlich über dem liegt, was Kindle Paperwhite 2, Tolino Vision 2, die wir hier haben, zu bieten haben an Display Schärfe, an Display Auflösung. Und ist ein Wert, der nur vom Kindle Voyage auch geboten wird. Also die beiden Geräte hier haben exakt die gleiche Auflösung, exakt das gleiche Display, aber es liegen 60 Euro zwischen den beiden Geräten. Der Kindle Voyage kostet 190 Euro aktuell. Der Kobo Glow HD wird im Juni für 130 Euro in den deutschen Handel kommen. Also eine klare Preisdifferenz, die zwischen diesen beiden Geräten liegt. Der Kobo Glow HD kostet so viel wie der Tolino Vision 2, hat aber auf dem Papier zumindest das deutlich bessere Display. Ob sich das Ganze auch auf die Tauglichkeit, auf den Lesekomfort so überträgt, das klären wir im Folgenden. Schauen wir uns das Gerät nochmal aus der Nähe an. Wir haben es hier wirklich mit einem sehr reduzierten, schlichten Äußeren zu tun. Also komplett schwarz das Gehäuse hier, ohne irgendwelche Applikationen, mal abgesehen von so einem kleinen Kobo-Logo, was wir hier auf der Vorderseite haben. Tatsächlich ist es weitgehend das Design, das auch der Kobo Glow, also das Vormodell vom Kobo Glow HD, schon mitbrachte, und das erschien im Oktober 2012. Also in den letzten 2,5 Jahren hat Kobo hier im Prinzip nichts am Design geändert. Das muss per se nicht negativ sein. Dieser Schlichtheit wohnt auch eine gewisse Schönheit inne, könnte man poetisch formulieren. Allerdings, wenn ich mal den Kindle Voyage daneben lege und auch den Vision 2, haben wir es hier doch schon mit einem deutlich moderneren Erscheinungsbild zu tun, wie ich finde. Also wie gesagt, wie ich finde, alles subjektive Meinung, aber das Ganze ist schon wirklich moderner, schicker. Ich finde, zu diesem Eindruck trägt auch bei, dass das Display hier so ein bisschen in das Gehäuse eingelassen ist. Also wir haben es hier mit einem Display-Rand zu tun, der sogar auch relativ groß ausfällt. Also im Vergleich zum Kindle Paperwhite 2 auf jeden Fall ein tieferer Display-Rand, den wir hier haben, was durchaus auch funktionale Nachteile haben kann, wenn man sich daran stört, dass man beim Wischen, also beim Blättern durchwischen, hier immer wieder an diese Gehäusekante stößt. Das kann beim Tolino Vision 2 oder auch beim Kindle Voyage mit seinen mit planen Oberflächen, also mit einer durchgehenden Displayverglasung hier, nicht passieren. Der Kobo Glow HD hat mich übrigens tatsächlich an den neuen Kindle erinnert, was das Optische betrifft. Also beide Geräte ja, sehr reduziert, sehr schwarz mit relativ tief eingelassenem Display. Beim Basis Kindle hier sogar noch ein bisschen mehr. Allerdings sollte man da auch im Hinterkopf haben, dass der Basis Kindle 50 Euro gekostet hat, jetzt 60 Euro noch kostet, und der Kobo Glow HD im direkten Vergleich dazu tatsächlich doppelt so teuer ist. Wo wir die Geräte hier schon haben, kann ich einen kurzen Größenvergleich noch anstellen. Der Kobo Glow HD ist, hat einen kleineren Fußabdruck, vor allem in der Länge. Gibt es hier einen großen Unterschied, vor allem zum Kindle Paperwhite 2. Da ist der Kobo Glow HD doch deutlich kürzer, allerdings auch dicker als all diese Geräte. Also ich finde die Dicke von ja, einem Millimeter Unterschied zum Beispiel zum Tolino Vision 2 macht sich schon wirklich auch spürbar bemerkbar und unterstreicht diesen ja doch etwas altertümlichen ersten Eindruck, den ich vom Kobo Glow HD hatte. Die Ecken sind ein bisschen mehr abgerundet, als das bei anderen aktuellen Lesegeräten der Fall ist, wodurch ja, es so ein leicht kantiges Gefühl gibt. Auf jeden Fall kantiger, als das zum Beispiel beim doch sehr runden Tolino Vision 2 der Fall ist. Ist Geschmackssache. Blick auf die Rückseite. Die ist hier leicht angeraut oder hat eine leichte Struktur, die sich relativ samtig anfühlt und auf jeden Fall ein gutes haptisches Gefühl hinterlässt. Fühlt sich so ein bisschen an wie ein Hardcover-Einband, wie ich finde. Wir haben hier oben das Kobo-Logo als Relief. Haben einen Rakuten-Aufzug. Rakuten ist ja der Konzern, der Kobo gekauft hat, also ist mittlerweile ein japanisches Unternehmen. Haben hier unten mal Blick ums Gerät einen Micro-USB-Anschluss, um den internen 4 GB Speicherplatz, wovon 3,3 GB für E-Books bereitstehen, ein sehr guter Wert, befüllt werden kann, also entweder über WLAN oder über einen USB-Port. Und haben oben noch einen sehr, sehr auffälligen Ein-Ausschalter für das Gerät. Also wir haben, anders als das beim Tolino Vision 2 der Fall ist, keine Taste für die Beleuchtung, die haben wir hier, sondern bloß eine Taste zum Ein- und Ausschalten, die auch hier im direkten Vergleich doch deutlich, deutlich auffälliger ist und auch schon ein richtiges Designelement ist, allerdings einen sehr schwammigen Druckpunkt hat und ja, wie ich finde, wäre weniger hier tatsächlich mehr gewesen, eine unauffällige Taste, wie wir sie beim Kobo, beim Tolino gesehen haben oder wie das hier auch beim Kindle Paperwhite 2 der Fall ist, hätte ich hier schon wirklich präferiert.
Blick ins Hauptmenü. Kobo Freunde werden das von Kobo Aura H2O, vom Kobo Aura, vom Kobo Glow kennen. Das ist diese Kachelstruktur, die Kobo seit Jahren schon auf seinen digitalen Lesegeräten einsetzt, die sich optisch schon ein bisschen unterscheidet von dem, was wir hier bei Tolino und bei Amazon, in diesem Fall beim Kindle Paperwhite 2, zu sehen bekommen. Das war wirklich nur eine kleine Sneak Preview. Wir werden dann nochmal separate Vergleichsvideos machen. Ist auf jeden Fall sehr gut nutzbar, bietet eine gute Übersicht, ist auch dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Webbrowser zum Beispiel zuletzt genutzt hätte, gäbe es hier einen kleinen Webbrowser zu sehen. So sehe ich die letzten hochgeladenen Titel oder sehe auch meine aktuellen Lesestatistiken hier, die noch relativ überschaubar sind. Kann da mal drauf gehen, habe hier ja einen kurzen Einblick in mein Leseverhalten und kann damit eigentlich relativ wenig anfangen, aber ist ein schönes Nice to Have und auch ein Unterschied zum Beispiel zur Tolino-Plattform. Sehe hier, in was für ein Buch ich zuletzt war, an was für eine Stelle ich gekommen bin, also habe 25% gelesen von diesem E-Book, in das ich jetzt auch mal reingehe. Ist eine EPUB-Datei. Dauert immer einen kleinen Moment, obwohl die Datei nicht allzu groß ist. Wir sehen hier ja auch schon die Seitenzahl und habe jetzt hier die Möglichkeit, hin und her zu blättern. Übers Wischen oder auch übers Tappen kann hier verschiedene Touchzonen definieren. Das geht absolut problemlos und auch in einer sehr ordentlichen Geschwindigkeit. Ein kurzer Blick auf die Leseoptionen an der Stelle. Ich kann die Schriftgröße in vielfachen Stufen verändern, ich kann den Zeilenabstand verändern, kann die Ränder verändern, also gerade Zeilenabstand-Ränder sind schon ja keine absoluten Besonderheiten, aber schon wirklich Advanced-Funktionen, also da merkt man Kobo auch schon an, dass die Firmware wirklich nach vielen Jahren sehr ausgereift und sehr umfangreich ist. Darüber hinaus habe ich hier über die Erweiterungsoption die Möglichkeit, die Schriftgröße wiederum und aber auch die Schriftstärke zu verändern. Ich mache den Text hier mal größer und auch dicker. Übernehme ich nicht. Aber ändere hier mal so ein bisschen die Schriftgröße und die Schriftart, damit ihr hier die Änderungen auch mal gleich live zu Gesicht bekommt. Zur Anzeigequalität, die ja ganz klar eine der Stärken des Kobo Glow HD sein soll. Wir haben hier mal die Beleuchtung ausgeschaltet, also 0%. Das Gerät ist unbeleuchtet. Die LEDs, die hier unten integriert sind, sind aus. Und sehen hier schon, dass wir einen ziemlich hellen Hintergrund sehen. Also wir haben einen sehr großen Kontrast hier, haben eine sehr knackig schwarze Darstellung, sicherlich auch unterstützt durch die hohe Auflösung und ja überhaupt ein sehr konturenreiches Schriftbild hier vor uns. Also wirklich ein sehr, sehr guter Text, sehr, sehr gute Textanzeige. Wirkt wirklich wie gedruckt hier bei ausgeschalteter Beleuchtung. In direktem Vergleich, der natürlich hier nahe liegt zum Kindle Paperwhite 2, zum Tolino Vision 2 und zum Kindle Voyage, sehen wir hier, finde ich schon ziemlich gut, dass die Textanzeige des Kobo Glow HD unbeleuchtet schon wirklich deutlich besser ist, als das beim Tolino Vision 2 der Fall ist. Also der Hintergrund des Kobo Glow HD ist hier wirklich sichtbar heller. Die Schrift ist, ich weiß nicht, ob sie dunkler ist, aber sie ist knackiger, einfach durch die höhere Auflösung bedingt. Also 212 ppi, 300 ppi, das ist ein Unterschied, der wirklich auch sichtbar ist. Das ist mir beim Kindle Voyage schon aufgefallen und das ist eben auch beim Kobo Glow HD der Fall unbeleuchtet. Also definitiv eine bessere Schriftanzeige beim Kobo Glow HD und wie ich finde auch wirklich definitiv eine bessere Schriftanzeige beim Kobo Glow HD gegenüber dem Kindle Paperwhite 2, der ja eine bessere Schriftanzeige hat als der Tolino Vision 2. Ich hoffe, das ist verständlich. Also erste Stelle Kobo Glow HD, zweite Stelle Kindle Paperwhite 2, dritte Stelle Tolino Vision 2. Der Hintergrund des Kindle Paperwhite 2 ist ein bisschen heller als beim Tolino Vision 2, woraus sich logischerweise ein besserer Kontrast ergibt. Aber im direkten Vergleich zum Kobo Glow HD finde ich das Schriftbild hier doch noch kontrastreicher und eben bedingt durch die höhere Auflösung auch schärfer. Im Vergleich zum Kindle Voyage gibt sich das beides nichts. Also der Kindle Voyage hat definitiv vor diesem Testbericht und vielleicht noch neben dem Kobo Aura H2O, dem 180 € teuren 6,8 Zoll Lesegerät von Kobo, die beste Textanzeige gehabt. Und bei ausgeschalteter Beleuchtung teilt sich der Kindle Voyage den ersten Platz jetzt mit dem Kobo Glow HD. Wie ich finde, gleiche Anzeigequalität bei diesen beiden Geräten. Kein Wunder letztendlich, sie haben auch das gleiche Display. Also beide das gleiche E-Inkarta
HD-Display mit 1448 mal 1072 Pixel. Muss ich mal kurz nachdenken, aber das ist die Auflösung. Daneben, wenn ich mir die Blättergeschwindigkeit hier anschaue, da tut sich eigentlich seit vielen Jahren schon nicht mehr so viel. Also vor 5, 6 Jahren hat das noch Spaß gemacht, die Blättergeschwindigkeiten zu vergleichen, weil es da wirklich frappierende Unterschiede gab. Es gab EPUB-Dateien, inzwischen ist das wirklich alles auf Augenhöhe. Ich habe die Beleuchtung bei allen Geräten mal auf 100% gedreht. Das geht beim Tolino Vision 2 über die haptische Taste. Wie schon angesprochen, alle anderen Geräte haben eine Menüeinstellung. Der Kobo Glow HD ist da relativ einfach zu handhaben, wie im Prinzip die Kindles auch. Wenn ich mir die Beleuchtung im Vergleich anschaue, sehe ich schon wirklich einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden E-Inkarta HD-Lesegeräten. Also wie gesagt, beides 1448 mal 1072 Pixel. Aber bei der Beleuchtung fällt auf, dass der Kindle Voyage jedoch deutlich neutraler, deutlich natürlicher beleuchtet ist als im Prinzip alle anderen Geräte. Also hat schon ganz klar die beste Beleuchtung im Markt. Ist wie gesagt auch mit 190 Euro deutlich teurer als die drei Geräte hier. Der Kindle Paperwhite 2 kostet aktuell 100 Euro, die beiden Geräte 130 Euro. Und ja, die 60 Euro Preisunterschied zahlen sich dann im Prinzip auch bei der Beleuchtung aus oder schlagen sich auch in der Beleuchtung nieder, die wirklich sehr neutral und sehr, sehr schön einfach ist und wo man wirklich das Gefühl hat, es hier einfach nur mit einem sehr kontrastreichen Buch zu tun zu haben, egal wie die Umgebungslichtbeleuchtung ist. Während diese drei Geräte hier alle, finde ich, in irgendeine Richtung ausschlagen. Also beim Kindle Paperwhite 2 geht so ein bisschen ins Gelbliche, während beim Tolino Vision 2 auch. Allerdings insgesamt noch so ein bisschen blasser, also da geht die Beleuchtung auch am ehesten noch wirklich auf Kosten der Kontraste. Beim Kobo Glow HD geht mir die Beleuchtung hier ein bisschen ins Bläuliche, also macht es nicht zu einer schlechten Beleuchtung oder macht es natürlich erst recht nicht zu einem schlechten Lesegerät, aber es fällt schon wirklich hier auf, dass das Display bestrahlt wird. Seitlich über in den Rahmen integrierte LEDs. Also das Ganze ist auch deutlich augenfreundlicher dadurch, als das bei LCD-Geräten der Fall ist. Aber es ist eben trotzdem eine externe Lichtquelle, die auf das Display hier einstrahlt. Und das ist auch wirklich ja, sichtbar, dadurch, dass die Beleuchtung eben nicht neutral ist. Aber wir haben hier keine Farbwölkchen. Wir haben es hier mit einer gleichmäßigen Ausleuchtung des Displays zu tun. Noch flink angesprochen ein paar weitere Optionen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, nicht nur die Textanzeige und Ausrichtung zu ändern, sondern auch mit dem Text zu arbeiten. Also zum Beispiel in dem Fall ein Deutsch-Deutsch-Wörterbuch aufzurufen. Es gibt auch ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch, ein Englisch-Deutsch-Wörterbuch, also diverse Schattierungen davon. In dem Fall haben wir hier Zentimeter erklärt bekommen. Mal sehen, wie ich hier blättern kann. Ja, das geht relativ intuitiv. Kann darüber hinaus natürlich Notizen machen, mir Text markieren. Bekomme hier eine Querztastatur angezeigt, also eine deutsche Tastatur. Das sollte da nicht stehen. Also wie man das kennt von Ink-Displays, passiert das Ganze hier ein bisschen mit Verzögerung, aber insgesamt schon wirklich okay bedienbar. Für kürzere Notizen, wenn es um längere Texte geht, sollte man ohnehin zu einem Tablet oder Smartphone greifen, was so Anmerkungen und überhaupt die Texteingabe betrifft, aber auch was die Anzeige von PDF-Dokumenten betrifft. Ich habe hier schon eins vorgeöffnet. Die PDF-Ausgabe der TAZ schaue ich mir im Prinzip in jedem E-Reading-Test-Video an, weil es ein sehr forderndes Dokument für den E-Book-Reader ist, ein sehr schweres Dokument, also ich glaube 30 Megabyte groß und auch nativ sehr großformatige Seiten hier anzeigt, Tageszeitungsseiten eben. Wenn ich hier reinzoome, sehen wir zum einen, dass das relativ schnell geht, also das Rendering relativ schnell passiert. Ich sehe hier, wo auf der Seite ich bin. Ich versuche mal hier oben in den Artikel zu gehen. Sehe zum anderen aber auch, dass die hohe Auflösung hier wirklich einen handfesten Vorteil hat. Also der Text ist jetzt noch sehr klein im Prinzip, aber ich kann trotzdem sehr gut lesen, weil durch die hohe Auflösung der Text, der angezeigt wird, einfach schon sehr scharf dargestellt wird und ja, gut lesbar ist. Also da hat die hohe Auflösung neben dem höheren Lesekomfort auch wirklich einen praktischen Vorteil. Sie ermöglicht einfach eine kleinere Textanzeige bei immer noch guter Lesbarkeit. Allerdings, wie gesagt, PDF-Anzeige auf dedizierten Lesegeräten immer nur Notbehelf. Ich gehe mal raus und in den Store. Da haben wir ihn.
ist ein EPUB-Store, sprich das Gerät unterstützt EPUB-Dateien mit und ohne Adobe Kopierschutz kurz eingefügt, womit ich auch bei Tolino-Stores zum Beispiel einkaufen kann, bei Osianda, bei Meijer schon alternativ und die EPUB-Dateien, die ich dort gekauft habe, auch problemlos auf den Kobo Glow HD übertragen kann. Ist ein wesentlicher Unterschied zur Kindle-Plattform. Wir sehen hier ein paar englischsprachige Indie-Titel, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt natürlich nicht repräsentativ. Top 50 E-Books mache ich hier mal auf. Ich wollte im Prinzip auch nur kurz ein paar Worte zum Store verlieren, nämlich in der Gestalt, als das Kobo da wirklich aufgeholt hat. Also mittlerweile wirklich die, das Sortiment ähnlich ist wie das in Tolino Stores, also Thalia, Weltbild, Hugendubel und so weiter, ebook.de, aber es in der zweiten, dritten Reihe, also wenn es ums kleinere Verlage geht, da schon noch Lücken im Sortiment sind und man, wenn man ein Kobo E-Book wieder kauft, schon wirklich davon ausgehen muss, auch ab und zu mal fremd zu gehen, was wie gesagt dank Adobe Kopierschutz kein Problem darstellt, aber ja, was natürlich ein Komfort-Minus gegenüber den Tolino Lesegeräten zum Beispiel ist. Zum Fazit. Die wichtigste Komponente eines E-Book-Readers ist sicherlich das Display. Gerade heutzutage im Smartphone-Tablet-Zeitalter ist das Display, das augenfreundliche Display, im Prinzip die einzige Daseinsberechtigung, die einzige Kaufberechtigung eines solchen Gerätes. Und hier hat Kobo tatsächlich ganze Arbeit geleistet. Das Kobo Glow HD-Display ist hinter dem Kindle Voyage-Display. Kindle Voyage haben wir hier. Das zweitbeste E-Book-Reader-Display, was aktuell erhältlich ist, hat die zweithöchsten Kontraste, gerade beleuchtet, unbeleuchtet, finde ich, sind die beiden Geräte sogar auf Augenhöhe, ist sehr, sehr kontrastreich, sehr, sehr scharf auch in der Textanzeige, die 300 ppi, die sehr hohe Auflösung macht sich ja wirklich positiv beim Lesekomfort, beim Leseerlebnis bemerkbar und man muss bedenken, zwischen diesen beiden Geräten liegen einmal 60 Euro, 190 Euro, 130 Euro. Und zum anderen haben wir es beim Kindle Voyage mit einem Kindle zu tun. Das heißt, ich kann die E-Books, die ich kaufe, auch nur im Kindle Store kaufen, wenn ich nicht konvertieren will und wenn ich nicht in Kopierschutz umgehen will und kann die Kindle Books, die ich gekauft habe, dann auch nur eben auf Kindle Lesegeräten und Kindle Apps lesen. Ich kann die nicht zum Beispiel auf einem Tolino Vision 2 schmökern oder auf einem Kobo Glow HD natürlich. Im direkten Vergleich zum Tolino Vision 2 fällt auf, das sind beides EPUB-Lesegeräte, beide die Topmodelle ihrer Hersteller, zumindest in der Größenklasse. Und der direkte Vergleich bietet sich da an, weil beide auch exakt gleich teuer sind. Fällt auf, dass Kobo wirklich beim Kobo Glow HD den totalen Fokus aufs Display gelegt hat. Der MicroSD-Slot ist im Rotstift zum Opfer gefallen, einfach weil er das Gerät verteuert hätte, ist für die meisten verzeihbar, ist ein Feature, was gerade bei 4 GB internen Speicherplatz auch nur von wenigen überhaupt gebraucht wird, aber ist schon eine kleine Kehrseite, ein kleiner Wehmutstropfen. Noch mehr finde ich, dass hier schon angesprochen, auf mich relativ altertümlich und sehr fast angestaubt wirkende Design. Das relativ pummelige Gehäuse hier liegt zwar gut in der Hand und ich mag diese samtige Rückseite auch wirklich. Meine Kollegin findet die total super, also kommt offensichtlich nicht nur bei mir gut an. Aber das Design ist schon wirklich, wie gesagt, 2,5 Jahre alt. Kobo hat das schon beim Kobo Glow zum Einsatz gebracht. Und heutzutage erwarte ich doch von einem aktuellen E-Book-Reader auch ein aktuelles Erscheinungsbild, wie wir es hier zum Beispiel mit dem Tolino Vision 2 mit der durchgehenden Frontverglasung haben. Also dieses ins Gehäuse eingelassene Display ist für mich schon wirklich schade einfach, was so, ja, sowohl die Nutzbarkeit als auch die Optik betrifft. Wer damit leben kann, wem das vielleicht sogar total gut gefällt, das etwas akzentuierte und das doch sehr schlichte, sehr einfach gehaltene Erscheinungsbild macht mit dem Kobo Glow HD auf jeden Fall nichts falsch. Ist der schärfste EPUB E-Book Reader, den es derzeit für Geld zu kaufen gibt. Das wird sich so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern. Den nächsten Tolino erwarte ich nicht vor Herbst. Wenn man jetzt gerade mit einem Kauf eines EPUB-Lesegerätes liebäugelt, also mit einem E-Book-Reader abseits von Amazon liebäugelt, dann ist der Kobo Glow HD auf jeden Fall in die ganz enge Auswahl zu ziehen.